Mein Name ist Eva, ich bin 19 Jahre alt und ich habe einen Freiwilligendienst in Cobija in Bolivien gemacht. Und da habe ich mit Kindern und Jugendlichen in einer kirchlichen Einrichtung gearbeitet. Ich habe hier einen Aguayo mitgebracht. Der wird von den Leuten in Bolivien, vor allem in den Anden, als Tragetuch benutzt für Babys und Kleinkinder und auch für ganz normale Lasten. Und das erinnert mich an eine gute Freundin, an die Besitzerin von dem Laden, bei dem wir oft eingekauft haben. Und ich finde es auch ganz schön als Erinnerung an die Kultur der Aymara, mit der ich ziemlich viel in Berührung gekommen bin, auch wenn sie in meinem Einsatzort nicht so vorherrschend war. Ich habe für mich selber gemerkt, dass ich seit dem Auslandsjahr sensibler geworden bin für Sexismus. Und ich glaube, ich kann das jetzt auch in meinem weiteren Leben einsetzen, um da vielleicht ein bisschen was zu bewegen. Ich würde da sehr auf mein Bauchgefühl achten, vor allem was die Organisation angeht, damit ich immer auch sicher bin und mich dort wohlfühle. Weil bei mir war es so, ich war auf dem Infotag und dann habe ich mich sofort gut aufgehoben gefühlt. Und das hat sich auch im Nachhinein als richtig herausgestellt.